Herzlich willkommen, dann zum zweiten Teil von unserem Screencast über Mathia Redaktion der Document Scientifique. Wir haben dann an der ersten Party gesehen, haben, wie wir eine echte Zeit machen, an seinem Rapport Scientifique, wie wir ein Header und ein Footer machen, mit automatischer Seitennummerierung und auch Sections und Renderstellungen. Gesehen wir dann an diesem Teil den Haupt Platte-Resistenz und sich. Und zwar geht es um Styles, respektive personalisiert Custom-Styles, die man selber erstellen an die sind, das muss so ein Grund stehen von all den anderen Sachen, all den anderen Kapiteln, die da noch kommen. Wie beispielsweise eine automatische Nummerierung von Überschriften an anderen Sachen. Wie beispielsweise das automatische Inhaltsverzeichnis basiert sich ob Stile, not by the page, also der Chapitre par Index auch. Aber wie gesagt, die Inhaltsverzeichnis ist ein ganz wichtiges Kapitel. Zum Schluss sehen wir dann noch, wie ich Bilder anfügen, wie ich mit automatisch Rechtschreibeprüfung agieren und was sind Templates. Voilà. Aber wie gesagt, Styles as bleibt das wichtige Sujet hier. Wir waren hier geblieben. Gucken uns denke ich, schnell das Dokument, wo wir damit ausgesagt haben. Also eine erste Seite, eine erste Section, dann noch eine zweite Seite, eine dritte Seite. Dann hat man eine Seite Brede W. Das war eine Sektion à part entière. Und dann ist es dann weitergegangen mit normalen Seiten Heche W. Wie gesagt, Dokument am Ende 11 Seiten. Voilà. So, geht dann los um die Überschriften, die Sachen, die an dem Text bloß sind, respektive den ausgesehen vom Text selber. Überschriften an Text. Gut. Ja, wie stellen wir das an? Gut, am Word, gesagt den beim Home Ribbon oben. Seid ihr schon ein Rutsch von angebauten Stilen, wie beispielsweise? Es gibt ein Stil, den hier ist effektiv normal. Na, wenn ich mit der Maus drüber gehe, seid ihr in eine Vorschau. Da, also ich klicke ein an, an den ersten Abschnitt. Klack. No. Dann, so sagen wir, oh, Heading End. Heading, Englisch für Überschrift. Heading End für den ersten Niveau. Heading 2 holen, gesagt, das andere geht ein Text mit klein. Das tut dann das gedauert für Überschriften, wie beispielsweise die hier. Ja? So? Oder mit klein. Weil also es gibt fest angebaute Stile am dritten Text und ich habe ein Heading für Überschriften, respektive Normal für Standardtext. Wir wollen aber eigene Stile machen. Und dafür klicke ich hier auf die Klängen knapp. Und da sehe ich hier ein Fenster, die abgeht. Und die heißt Styles. Gemengt sind in dem Fall Paragraph Styles, also Ausstellungen für den Absatz, für den Abschnitt. Und hier sehe ich ein ganz Rutsch für Stile, die fest angebaut sind. An Options, ein gewichtig klicken. Steht da, was sind die Styler, welche will ich überhaupt gesehen? Hier seht ihr mal, just die an dem aktuellen Dokument. All Styles, da kriege ich eine riesige lange Liste, die von allen Stilen, die möglich sind, die fest angebaut sind. Ja. Also, du scrollst die relativ lang, auf viel, und du findest ihn ja noch nicht mehr rum. Also, die Option All Styles, nee, in Current Document besser. So, der Rest braucht es, wenn man nicht interessiert, was da noch alles steht. Trick aus, wir wollen gerne einen eigenen Stil machen, also muss es eine Möglichkeit geben, für einen neuen zu erstellen. Ja, neu, ein Knöpfchen, New Style. Ja, denken, versteht sich. So, dann gebe ich so, komm mal, ob als Blatt mit den Instruktionen, wo steht. Dann nach dem Kapitel 3 von den Instruktionen, das Blatt, was der am besten ausbringt. Ja, wir scrollen hoch.
sehen wir dann hier, was der Student soll realisieren. Der nächste Stil, den wir machen, Mon Text Normal, als, wie der Name andeutet, gedacht für den normalen fließenden Text. So, okay. Das haben wir dann als Blatt andun. Bon, wie ist der Name, Sandra? Mon Text Normal. Mon Text Normal mit den Underscore. So, und da steht etwas dabei, wie Style Type Paragraph, ja, das ist immer so. Style based on Standard. Standard ist ein fest angebauten Style. Wenn du so guckst, du hast mal Standard, ein paar die Erstellungen, die schon gehen, die will ich aber nicht. Wo steht das? Hei gesagt, in der Beschreibung okay. Steht halt Definitionen, entweder von dem Abschnitt, wo es gerade passt, oder von dem Standard-Style. Okay. Ne? Ich will aber nur leicht irren, ja? Okay. Von irgendwelchen anderen Generationen, ich hätte gerne meinen eigenen Stil. So nicht, Style based on no style, und ich fange alles von vier. Ich definiere los Schritt für Schritt die Erstellungen, die ich gerne hätte, für den, die Abschnitte, die den roten Stil sollen kriegen. Okay. Und zwar klicken ich hier die Sachen, die stehen hier, wie beispielsweise die Schrift. Gerne machen das okay. 12 Punkte groß. Es steht nicht von Farbe. Da habe ich nur gering ausgewählt. Automatik oder schwarz. Standardschrift. Weil Automatik, da möchte ich schwarz draus. Was noch? Schon Spacing. Ja, gut, das ist ein Erstellung, die fand ich am Menü. Ich sehe nicht nur verschieden. Oh, am Format. Ne? Ja, Format sind sie alle. Natürlich alle Möglichkeiten, die schon für die Schrift senden. Sachen für den Absatz selber, Tabs, Stops, Bordüre rundherum, Spracherstellungen und noch viele andere Sachen. Aber die Sachen, die wir hier brauchen, stehen am Paragraph. Setting. Nein, ja. Nein, ein von vier. Okay. Format und dann Paragraph. Paragraph. Okay. Mhm. Ja. So. Alignment. Line Spacing. Nee, Alignment als seriert links. Alignement justifié, right. Das heißt, ob justified. Ne? Ja. Das sind die Knäppische, die sind frequent, die Uhr stehen, die Leute verstoppt sind, weil ich ein anderes Menü abholen. Indentation. Wie ist denn den Absatz geregelt par rapport zum Bord, par rapport zum Rand? Und ja, das ist der Retrait première ligne. Der Retrait. Retrait tout court, Indentation left, right, Retrait gauche, Retrait droite, auf Französisch. Aber schon hier in echt Linie, das heißt, der Absatz soll auf 0 cm, wie Heike gesagt am Lineal, ne? Soll auf 0 aufhängen, aber der erste Satz, voll an Abschnitt, soll auf 1 cm geregelt sein. Voilà. Und da steht hier in der Special First Line. Ah. First line und da gönne ich halt 1 cm. Okay. So, das heißt, die normale Linie fängt auf 0 an, sowohl längs wie rechts, aber die erste Zahl also ein plus 1 cm war geregelt par rapport zu der par rapport zu dem linken. Okay. Ja? Gut, Spacing heißt den vertikalen Abstand zwischen den Abschnitten. Ja, das ist Line Spacing. Nee, Line Spacing ist, pardon. Spacing als für den ganzen Abschnitt, Line Spacing als Zeile von dem Abschnitt. Das heißt, den soll ob Single sind. EK vertikal, Spacing. Spacing, EK vertikal vom ganzen Abschnitt. Das ist 8. 8 Punkte, Dunno. Das heißt, all Abschnitt okay. Als von einem anderen Abschnitt acht mit 8 Punkten getrennt, Dunno. Okay. Ich kann 4 Runden Dunno machen oder beides. Ja? 8 Dunno. So, war noch Sachen? Line Spacing Single, Alignment Justifié. Aber da wäre das doch schon. Dann wäre ich fertig mit den Erstellungen. Allein kann ja, hier gesehen ich sie an Textform. War nur noch ein paar Sachen selber gestellt, du noch check, Spruchworte von sich aus gestellt, weil das war die vom ganzen Dokument. First Line Justified, Line Spacing, Single Space, After, Style, Show, bon. Okay. Add to Styles Gallery, ja, da könntet ihr von hin an der Ribbon. Okay. Voilà, hier ist der Montext normal. Aufpassen. Ups. Da war ich wieder gekommen. Oh, was ist los geschieht?
Ja, nachdem wir den Stil definiert haben, mein Text normal, fand ich übrig ins heile Ofen rum. Da. Ja, okay. Wir hatten das gesagt, du sollst das Döner setzen. Muss ich ihn applizieren, das heißt, die Abschnitte, die das Teil soll kreieren, muss ich einfach drauf drücken, da oder da, ja, und die Fenster so was, geht doch mich schnell einwerfen. Ja. Strecken noch ein, klick. Das geht natürlich immer nur bis zum nächsten Absatz. Klack. Klack. Dick. Ja. Puff. Puff. Und so weiter und so weiter. Schmale nicht den ganzen Text. Das machen wir dann zum Schluss. Aber das ist das Prinzip. Also ich sehe klar den den Spacing After von 8 Punkten und das ist den Ekar zwischen den Abschnitten. 1 cm Retrait Premier Linie gesehen ist und wie gesagt Schrift 8 und Schrift Größe. Voilà, das wäre doch schon für den Style Mon Text normal. Voilà, den nächsten Punkt 3.1 haben wir dann erledigt. Kommen wir und die Überschriften, Punkt 3.2, ob du blieb da. Und ich will nur die große Überschrift machen. Ja, also neuer Stil. Klick. Mon Entête. Niveau 1. Niveau 1. Ich verzichte hier auf Axon als Prinzip. Boah, Style based on. Wieso will ich nur mein Text nochmal? Boah, ich so, weil die letzte Stil, aus den ich gemacht habe. Ja. Wie, wo sind wir da rausgekommen? Naja. Ich habe halb den Knöpfchen gedrückt. Okay, du hast den Knöpfchen und dann? Naja, und dann habe ich den nächsten Schritt. Okay, ich will mal nein. Okay, Monotät Niveau 1. Monotät Niveau 1. Basé sur mon texte normal. Ja, was heißt das lo? Basé sur mon texte normal. Aber ich irven alle Darstellungen von mon texte normal. Das heißt Schrift, Schriftgröße, der Retrait Premier Line, der Spacing After, etc. Okay. So, du verstehst das lo nicht, Hani, die Darstellungen. Die nicht gift. Okay, Sachen, die ich gift, ja. Tauchen nicht auf Hai, tauchen auf die Änderungen, die ich noch mache. Okay. Ja? Ja. Das heißt, ich muss nicht von 4 aufhängen. Dafür schreibe ich, avec en plus, hätte ich so viel, weil das tut sich nur Änderungen par rapport zu dem, was ich gift. Zum mon Text normal. Richtig. Und zwar, zusätzlich zum Text. Zusätzlich, ja. Okay. Zusätzlich heißt, ich muss die Schrift beispielsweise nicht redefinieren. Garamond wird gegeben, da wird Schrift gräser sah nicht. Und dafür gehe ich durch 16 an. Und dafür steht innen von 16. Garamond wird nicht gegeben. Okay. Ja, just dafür für das Verständnis vom Meritage. 16 wird nicht gegeben. Small Caps. So, das steht lo nicht bei Paragraph, wo wir für Drutsache sicher waren. Ja, Small Caps als eine Eigenschaft von der Schrift. Und das fand ich hier an dem Menü Font. Okay. Das neu. Voilà. Und das sind verschiedene Ausstellungen, wie durchgestrach, innerstrach, überstrach. Das sind Eigenschaften von der Schrift. Also so eine Stoß Small Caps, der Unterschied normal. Small Caps heißt Kapitelchen, wird groß geschrieben. Ja. Okay. Soweit klar? Ja, Small Caps. Small Caps heißt, mein Gesicht geguckt in den Unterschied. All Caps. Und dann? Small Caps. Okay. Die sind ein bisschen klein, wie die ganz groß. Okay, gut. Ja? Okay. So, das war eine Ausstellung von der Stil Gra. Voilà, da muss ich halt so ein Start German Regular 16, geht es dann Low Bold. Okay. Das ist wirklich keine andere Schrift. Ja. Das ist mit Deck gedrückt. Das ist mit Deck, ja. Das, den Schrift dann vorfährt, wird 1, 2, 3, 4 verschiedene Schriften gezeichnet. Okay. Und du wählst länger aus. Okay, so, das wäre dann für den der Format Font-Menü. Was tun wir noch? EK Vertical Spacing avant 16. Okay, also Paragraph Spacing before 16. Denn After steht da nicht dran, da lassen wir es so, wie es war. Das war, steht 8. Na ja, wo könnt ihr hier? Ah, das ist die geöffnen. Die geöffnen, exakt. Okay, das ist die geöffnen. Also lassen wir es so, wie da steht. Couleur de la police d'écriture bleu foncé. Ah, ich meine, ich habe das vergessen. Das war nach Engsach die Heistung beim Frontmenü.
bleu foncé, wo Fond steht? color, ne? Fond color, richtig. Bleu foncé, ou elle bon, den do, un fou des demi, dunkelblau. Okay. Wann noch ein gesagt? Retrait première ligne, null. Null. Ah, voilà, für das die Schrift, wie High Classification beispielsweise, gesehen wir ja im Hintergrund, die soll aber dann bei 0 cm fangen, okay. Eine Dragregel ziehen. Dafür, wo steht das? Format, Paragraph. The first line null. Muss ich nur explizit auf 0 setzen, für das nicht ändert. Okay. So, okay. War das alles? Es geht weiter, ja. Mensch, auf der Seite 3 steht noch etwas? Nein. Seite 3? Nein. Okay. So. Bon. Luten den Nontät, wie in der Seite, ich war nur zufälligerweise auf diesem Abschnitt, das war aber nur Normaltext. So, ich gehe mal nur ein große Überschrift fangen. Dafür finde ich die markiert am Text mit L1, für Level 1. Klassifikation beispielsweise soll so ein Entität Niveau 1 sein. Okay. Ja, schlossen in der 1, dann zwar wir noch stur, wenn wir es irgendwie für das wir nur noch wissen, was das große, was das klein. Le Virus als ein Niveau 2, die nicht. L2, die auch nicht. L2. L1 ist noch ein groß. Klick. Okay. Na? Spacing before, 16, after, 8. Na, hier haben wir noch auch ein Level 1. Noch ein Tät. Na, na, klack, das ist blau. L2. 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 L1. Entität. Bei L2 und L3. L3. L2. Ich meine, ich immer geschwind und Buch vom Text. Ja. Okay. So. Nächster Stil. Fehlt am Englischen noch zwei. Niveau 2. Okay, also New Style. Nom du style. Moment, ich stricke mal. Bon, nom du style. Nein. Nom du style. Mon entête. Niveau 2. Style based on. Mon entête niveau 1. Ah, moment, das ist mal falsch. Mon entête 1. Das heißt, ich gebe alles vom Niveau 1. An, mache rajoute. Mon entête niveau 1. Ja, Pfund, ah, da fehlt es gerade. Nee, das wird dann logiert von der Überschrift. Irgendwie ist ein Trick bei der Überschrift gesprungen. Die große Überschrift verkriegt dann noch ein paar Default die Erstellungen von der großen Überschrift. Boah, das ist aber noch nicht dramatisch, da muss man sie eben noch ändern. Also. Nee, das verstehe ich noch nicht. Man hat nur Niveau 1 ja, oder Niveau 2? Ja, nee, weißt die halt nur eine weißt, hi, an den Settings, ja, ziemlich clever und sich, wir klicken ein Keier. Ob eine Überschrift vom Niveau 1 und dann klicke ich auf New und dann sehe ich effektiv die Sache, die ich gebe. Und mit das nur just par rapport. Ah, so, das ist logisch. Ja, okay. Mit das par rapport zu der Position von der Maus. Das heißt, ich muss die Maus richtig tun. Nein, muss ich nicht, mehr, aber ich möchte die Sache ein bisschen übersichtlich. Ein bisschen logisch. Ich muss sie sowieso erstellen. Ihnen hat das just geholfen, was hier nicht steht. Ja, das, was zählt, nicht das, was hier 4 angestellt ist. Als nicht das, was das geht. Es wäre richtig, ging nur noch, aber nur das Falsche gewesen. Monität Niveau 2 based on Monität Niveau 1. Da muss ich just Klangänderungen machen. Und zwar soll die zweite Überschrift ein Tipp für 14 Punkte. 14 Punkte sind. EK vertikal avant 14. Also ein bisschen mit Klängen EK, wenn wir da bei Paragraph gehen. Weil auch nicht bevor, setze ich ein bisschen mit Klang auf 14 Punkte. Sonst noch etwas? Nee, das war es. Das heißt, was tun ich gibt bei all den anderen Sachen? Die Fettgeschichte, Schrift, Schriftfarbe, okay. Das Spacing, First Line und so weiter, alles das gibt. Okay? Okay. Bon, die Dritte muss ich einfach zurücksetzen. Hallo. Auf dem Niveau 1, die wird dann noch mit gewesen. So, Maya, da gehen wir also die zweite Überschrift fangen. Klick.
Du seid jetzt ja so ein bisschen wie klein wie Diana. Puff. Klick. Hier sind die verschiedenen Ausstellungen, die ihn hat können machen. Hier steht lo die Überschrift getrennt vom Text. Da gibt es eine Ausstellung, die ich lo an der Definition nicht abgezählt habe, die kann ich grundsätzlich erstellen. Okay, sie meinen, wie ich bestehende Stil ändere. Ich drücke drauf und es so ein Modify. Auf den Fall. Modify, da kann ich Änderungen machen. Und zwar ist das ein bisschen verstoppt. Und zwar Line and Page Breaks. Keep with next. Hier ist so viel wie dran, der Diva-Schrift oder den Abschnitt nicht, von dem den Hund drucken könnt. Mhm. Voilà. Was geschieht? Ein Trend nicht vom Text. Mhm. Keep with next. Also eine Erstellung, die sinnvoll ist bei Überschriften, weil länger länger seid. Je nachdem verrutscht das, wenn ich eine Änderung mache, verrutscht mir den ganzen Text. Ja. Mhm. Aber hier aber nur zu sagen, okay, ich gehe nicht hin und ich mache nur eine Zahl für drin, für dass den springt auf die andere Seite. Oder ich mache irgendwie Seitenumbruch, weil alles das ist künstlich. Lass hin die Sache selber machen und dann geht das immer richtig. Do L2-Klick. L1 war es gut. L1 haben wir schon. Ah ja, up. Sensibel Maus. L2. Puff. Ups. Up. Du hast noch ihn. Ups, was ist hier? Nee, das ist 3. Das ist L3. L3. Ah, ist noch ein La Part du Coeur. Wuff. Das war es für den Niveau 2. Okay. Etwas nicht vergessen zu speichern. Ja, File. Entweder do, ja. Oder Ctrl S. Die Shortcut. Okay. Ja. Gut. Next. Hast dann ein neuer Stil für den Niveau 3. Man hat Niveau 3. Based on, man hat Niveau 1. Ja. Ich kann nur 1 oder 2 holen, das ist kein großer Unterschied, von wem ich das hier will. Weil ich will was ändern, ich will die Schrift auf 12 Punkten setzen, aber zusätzlich zum Bold auch Italic. Ja. Ich kann vertikal. Bold. Ja. To keep with next können wir auch höher stellen. 12, ne? Ja. 12. Okay, und ich meine, das war doch schon. Nee, Italik Grau haben wir das gerne. Grau hat ihr Gift. Der Griff vom Niveau 1. An den Italik aber nicht. In Italik hatte ich gesagt, Software hat mal ein paar. Okay. Aber gut, da muss ich natürlich noch passen, schon die dritte Überschrift. An den EK vertikal haben wir das nicht schon sehen. An der Stadt? Der 12. Hat das Stadt nicht gerne? Cockleisern, okay. Schminkschwamm. 12 Dach, das ist okay. Italik steht auch da. Okay. Da muss ich da passen. Oh. Ah, doch, das ist gut. Hopp. Nee, ja, ich weiß, das hat also bei Niveau 2. Ich hatte schon denke, gut, ob es stimmt. L2. L3 ist sicher. L3. Und wir können das Leben noch, wie war es schon mit dem Trick, am Platz zu scrollen wie ein Aufhänger, ja? Find, oder? Ja. L3. Ah. No matches. Nee. Results, wie L3 fällt nicht. Steht nicht bei mir. Das wird natürlich gut funktionieren. Wieso finden das nicht? Steht das nicht so.
3. Na, da steht an Klammer oder nicht? Das ist Klammer, muss Klammer setzen. Na, weiß nicht. Advanced Find, wir gucken mal, vielleicht wenn wir Domain. Find what? Find next? Doch, lost gap. Aber manchmal nicht in Ruhe seine eigenen Gesetze. Also, da klicken, kann ich außerhalb klicken, wenn dieses Fenster noch oben ist hier. Ups. Also aufgesprungen, weil, ja, weil der andere Seite ja, gesagt wird. Genau. L3 habe ich gesehen, die muss ich nicht sichern. Monotate Click. Ne, das war die falsche DOS. Dann. Als noch in L3. Up. Und ich meine, das waren just 2 oder 3 von der Wörter. Zucht. Okay. So, boah, was drunter bleibt, ne? Mal eine kleine Break und das Video geht weiter. Ich setze noch den Montext nochmal überall da, wo er noch fehlt. So, nur eine kleine Pause, sind wir zurück. Und wir haben eine kleine Pause für euch, als schon mal all die Abschnitte mit dem normalen Text auf den Stil Montext nochmal gesagt. Mehr ist nicht geschieht. Und wenn ihr bis dahin noch kommen seht, gut, der Plat der Resistance. Hanna die Sprut, ne? Und der Lohen Alpenpass wird wieder los schon ziemlich uhr, wenn du Bier schon kommst. Ja, von Lohen geht es ein bisschen mehr angenehm. Was ganz wichtig ist, ne? Par rapport zu dem, was wir gucken, um Dokument, um fertigen Dokument, und da guckt, das war voilà, das Solution-Modell. Wenn das Solution-Modell abguckt, wurde ja gesehen, dass die Titel eine Nummer holen, eine automatische Nummerrotation. Ja, int und so weiter. Int.int für den Level 2, int 2 und so weiter. Das soll der Computer machen. Das schreibt ihn nie, never, ever selber. Okay. Ja, weil sonst geht das riesen Mess und die lässt sich einkehren und das alles durchnehmen und dann kann ich von 4 fangen. So, das ist das, was wir wollen machen. Und zwar geht das nur relativ bequem, weil wir haben die Sache ja proper an 3 verschiedene Stile angedeelt. Wir haben es auch so genannt, dass ihr es auch gut drin erkennt, die 3 Niveaus. Und es geht nur in einer Weise für ein Lösch zu erstellen. Und für ihn zu sagen, du musst das nur basiert auf den 3 Stilen. Du musst die Nummer selber. Und zwar heißt die Technik, heißt ein Multilevel-Lösch erstellen. Ein Multilevel löscht von den Agent Numbering und es gibt eine sogenannte Multilevel List. Creates a Multilevel List to organize items or create an outline. Ein Outline ist davon auch. Ja, also klickt man da drauf und dann seht ihr hier schon, was man gern hätte. Ah, okay. Aber wir wollen kein Fest gestalten, wenn man einen Egeval als Stil, also selber definiert und nicht etwas, was hier schon gestaltet wird. Ne? Durch hier define new multi-level list. Okay. Ja. Voilà. So. Also. New multi-level list. Define new. So. Da steht schon dran. Da steht schon verschiedene Sachen dran. Gut, da muss man das für dich löschen. Das kann ich dann nicht gelöscht. Da ist ein Dokument drauf. Eine schöne Effekt für 4. So, Cut. Define New Multilevel List. So, also, hier sehen wir die Level. Ja. An den ersten Trigger
muss ich ihm sagen, welche Level korrespondiert zu welchem Stil, also aus dem Dokument. Ich will ja gerne die Überschriften nummerieren, also klicke ich hier, Monität 1. So, da steht über Monität Niveau 1. Innen muss ich noch festlegen, wie gesagt, meine Numerotation ist. Ja, die einzige, die ich rekommandieren, ist 1, 2, 3. So, was muss man nachgucken? Ah, hier sind lo, wo steht Zoll par rapport zum Rand, par rapport zum Text. Hier steht lo, soll Zoll längs stehen, den Text von der Überschrift selber. Soll 1 cm raggerickelt sein par rapport zu der Zoll. Das heißt, hier möchte ein Tabsprung von einem ab 1 cm. Ja? Aligned at 0, das heißt, die Ziffer, die erste Ziffer steht dann ab 0 cm. So. Das ist das für den Niveau 1. Der Niveau 2, so, look at it, das ist ein bisschen kompliziert. Der Niveau 2 fängt hier an und sich mit der Ziffer vom ersten Level. Ja. Dafür, für das das funktioniert, muss ich ihm das mitteilen. Ich verhole du die Ziffer von dem ersten Level. Okay. Und ich schreibe das dahin. Das heißt, ich mache ja den 1, dann muss ich den Grot. Einen Hintergrund für zu sagen, ich füge das dort an. Was hier nicht groß handelt, ist nicht automatisch. Das, was ich noch dabei schreibe, wie der Punkt, den ich gerne hätte zwischen der Trennung zwischen dem ersten und dem zweiten Level, muss ich tippen. Und dann reicht könnt die Ziffer vom Niveau 2 in 2, 3. Okay. So. Auch hier erleidet 0 cm Text in den 1 cm. Aber, das wichtigste ist, dass du nicht vergisst, schon der Niveau noch nicht abgestellt. Weil da steht dann 1.1 und so weiter. Das dritte Niveau, selbe ist das Prinzip. Ich soll ihm für dich, jeder für dich die Ziffer vom ersten Level fangen. Dann müsst du Punkt. Dann hältst du den Niveau 2. Dann machen wir Punkt. Und dann reicht die Ziffer von ihm vom dritten Niveau selber. Der Stil angestellt. Klick. Und da stehen sie oben hier. 1, 2 und 3. Okay. Molto bene. Okay. So, wenn alles gut gegangen ist, müsst ihr automatisch Nummern für und dann Überschriften stehen. Hooray! Ja? Hier habe ich jetzt gesehen, ich habe einen kleinen Fehler. Das dort dann als Kontext normal gewesen, das war keine Überschrift. Mhm. So, Feier 2, guck mal, geht drüber. Feier 1, Feier 1, Feier 1, 2, das hat gesagt, Feier 1, 3, das hat gesagt, ziemlich korrekt aus. Gehen wir rauf? Nein, Kirov? Nein, Kirov. Ja, ganz rauf. Nami, ja. Hier sind noch nicht die beiden Paarisch gesehen zum Schluss. Ja, auf Nummer 5 auch schon. Nummer 5? Ja. Könnt ihr denken, Nummer 5? Nee, der 5, das war den, den ich falsch, den ich falsch als Monotip nehme. Das war keine Überschrift. Hier habe ich jetzt gesehen, ich habe aus einem Kirin ein Enter zu viel gemacht. So. Hi, Homer. Wo rutschen den Kirov? 3, 5, das heißt, es gibt wahrscheinlich 3, 4, ja. 3, 3, 3, 2, etc., etc. 3, 2, 1, 4, 1, 3, 1, 2, 1, 1, 1. Wunderbar, oder? Okay. Voilà, das klotiert dann das andere Kapitel über die automatische Nummerierung von Überschriften, ganz wichtig. Ich kann mit der selben Methode übrigens nicht nur Überschriften nummerieren, ich kann doch normal Absätze nummerieren. Ja? So, ich muss eben sagen, von einem schönen Stil und ich in der Enge löscht. Okay. Kommen wir noch zu der Seite 2, und zwar das Sommer, Table of Content. Funktioniert ähnlich wie die Löschten, wie die Numerationsgeschichte. Ich hätte gerne einen getrennten Zweitseite, wo
wo mein Inhaltsverzeichnis drüber ist. Und zwar etwas, was ich nie, never ever selber tippen. So wenig wie ich die Numerotation selber tippen, hätte ich gern ein automatisches Inhaltsverzeichnis. Ich ging vier Runden echten Text, ja, von der großen Überschrift und so, ich finde Überschrift zu meinem Text. Und ich so und so, mach ein idle Seite. Logiciel Malveillant wird unser Schneidschmiedot zu sichern, den kann ich wegschwollen, weil das war ja unser den Titel von meiner Page de Garde. Das heißt, ich kann den hier unser löschen, den brauchen wir nicht. So, nichtsdestotrotz fängt der Lump mein Text da an, aber ich hätte gerne auf der zweiten Seite mein Inhaltsverzeichnis. Das heißt, ich muss eine alte Seite beifügen. Kannst du dich noch erinnern, wo wir Seiten an Sektionen gemacht haben? Wahrscheinlich nicht. Schon so lange hier. Layout. Ja, okay. Breaks. Ja. Section Break. Man ja. Muss mal Section Break machen, hey. Next Page. Ja, und so schon. Weil wir waren ja von der Page de Garde. Ja. Ich hatte schon eine Section Break. Ob die nächste Seite. Ne, den dritten Section Break brauchen wir nicht. Nehmen wir mal weg. Weil zwischen der neuen Seite 2 und der Seite 3 geht es uns kein Section Break, mehr ein normaler Break von einer normalen Seite. Wie kriegen Sie das weg? Ich habe so Buchstaben gelöscht. Ohne ich Buchstaben gelöscht, ohne zu füllen? Das kann sein. Nein. Doch, da, wo bist du? Und dein Kasser steht. Na, ob, stopp. Ah! Uff, das hat man spätestens gemerkt bei der automatischen Überprüfung von der Korrektur. Also ich muss vier Runden durchgehen. So, Section Break, Next Page. Und dort steht noch einmal einsam. Also muss ich schon mal der Maus auswählen. Das ist wie Buchstaben, so verstoppte Buchstaben. Und ich benutze die Delete-Taste, Lösch-Taste. Okay. Da geht in den Wäsch. Ah, ja. Okay. Da geht den Wäsch. Also ich brauche halt kein Section Break, das Section Break habe ich schon. Ich brauche nicht anders wie mein Text normal. So, den hat noch ein bisschen verrutscht. Ich brauche einen normalen Seitenumbruch. Normale Seitenumbruch, also normalen Page Break. Keine neue Section aufhängen. Voilà. So, das müsste noch durchstehen als Page Break. Voilà. Okay. Okay. Dann hat er eine Footer-Evergenz aus noch da. So, voilà. Stricken wir auf Enter. Und ich gehe häufig drun. Und ich gebe gerne so mehr. Die Überschrift, Table de Matière, muss ich dann nur selber tippen. Da steht lo, schon lo keine Stildefinition für den Doten. Ich meine das lo, ob die klassisch oder weiß. Ich so einfach, okay, was kann das sein? Oh, immer so ein 20 Punkte. Ich muss aber ganz auswählen, das geht nicht. Immer so in die Velo 20 Punkte groß, die Überschrift. Und sie ist auch nicht rar geregelt. Also hole ich die Wutzi-Urven vom Lineal. Ich kann das auch so machen. So. Dann ist die First Line Indent. Ist fort. So, Table de Matière, der tippe ich selber. Ich gehe in die nächste Reihe. Und so, da soll als Inhaltsverzeichnis dran kommen. Inhaltsverzeichnis an so Sachen fand ich oben in dem Menü References. Ja? Und da gucke ich ein bisschen und da fand ich etwas, das heißt Table of Content. Table of Content. Ja? Custom Table of Content. Voilà. Da sind wir rein. Table of Contents. Heading 1, 2 und 3. Hm. Nicht das, was ich sprach, oder? Heading 1, 2 und 3, sie fest gestalten. Okay. Stila. Ich muss also Mengenheit drauf bringen. Ja, Options. Wir gucken denke bei Options. Ah, Build Table of Contents from Styles, ja. Aber nicht die do. Na, weg. 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 Mais, als Moment tête, oder wie genau, richtig. Welche Level hast du? Die sind schon da dran, okay. Ja, die Stile sind halt dran. Int. Int. Zwei. Zwei. Drei. Drei.
So. Okay. Ja. Right align page numbers. Das heißt, wie in dem Blatt gesagt, von das Resultat guckt, wie es ausgesehen, stelle fest, dass Nummeroen jetzt alineiert stehen. Wo steht welchen Titel am Blatt? Wo fängt welches Kapitel an? Right align, alles das kann ich so silos wieder da. Ich kann auch bei Modify gucken. Ah, da steht lo, auch Inhaltsverzeichnisse als solch, als Ganzes, haben einen eigenen Stil. Ja. Wow. Okay, wenn ich ein bisschen pingelig bin, gebe ich so ein, macht man das auch mit Garamond. Ja. Wow, das also aber ehrlich gesagt. Ach, wie groß? Das steht nicht da. Das steht nicht spezifiziert. Das sind Sachen, die ich dem Schüler überlassen. Ja. Das ist nur just eine Sache von Details, die ehrlich gesagt nicht so ganz wichtig sind. Hauptsache, du kriegst das Ganze als solche Mal. Am Anfang du nur im Detail kann ich immer noch gucken. 3, 2, 1, klack, du hast. Wow. Ja, das ist the power of styles. Styles ist alles high. Ja, wenn du das bis hier kriegst, geht das dort, wie du gesagt hast, innerhalb von 3 Sekunden ist es zack, zack, in Table of Contents erstellt. Okay. Wo ich nur muss aufpassen, bei so Sachen wie die heute, bei Sachen, die hin erstellt hat, als, das will ich direkt demonstrieren. Nur mal so, du musst das dort, du stellst aber nur fest, süd schönen Abschnitt vergierst. Ja. Oder einen anderen Titel. Beispielsweise, das können wir ja gut demonstrieren, die gute Sachen, die brauche ich nur alles nicht mehr. Ne? Die Sache mit L1, L2, das war just die erste beigefügt haben, für das sehen, wenn in der formatiert weiß, wo sind die großen Überschriften. So, ich will nicht unten noch weg. Ja? Guck mal, nur just die Klassifikation, das möchte ich. Ne? Ja, hier, hier wird das aber nicht gemacht. Ja? Ja? Gut, das ist einfach ein Trick. Ich mache einen Rier-zu-Maus-Tastklick. Und es ist so ein Update-Field, das Ganze ist ein Feld. Ja. Und es ist so ein Update-Page-Numbers-Only, weil der Text verrutscht. Oder Update-High-Entire-Table muss ich hier machen, weil der Text doch geändert wird von der Überschrift. Rutsch, voilà. Okay. Und sag, als adaptiert. Also das muss ich auch dann machen, wenn sich eine Menge Überschriften oder eine Menge Seitennummerotation etwas geändert wird. Ja, wenn Text dabei kommt, von den Text geändert wird. Ja. Das aus Lomol dat. Also können wir die Sachen halt noch wasch machen. Lauen ein bisschen schön das Ganze. Etc. etc. Ja. Auch da machen wir nur eine kleine Pause und holen überall die überflüssig Informationen in den Wasch. So, nur der kleine Pause. Haben wir dann überall die überflüssigen Text weggedickst. Und was muss man machen bei dem Inhaltsverzeichnis? Update. Genau, weil du hast noch immer die Sache. 3, 2, 1, Update. Update entire table. Push. Yes. Wunderbar. Der Moment, das kommt, denke ich, für das Speichern. So. Okay, und ich denke, das klaturiert dann das in Kapitel 4 über das Inhaltsverzeichnis. Kommen wir zu den Fußnoten oder Endnoten, je nachdem. Ja, wir hätten gerne Endnoten. Wo stehen die? Die stehen auf der Seite, auf dem PDF-Dokument, auf Seite 3. Da habe ich zwei Fußnoten angefügt. Einmal ja bei dem Wort Malware. Muss ich gucken, wo ich das angefügt habe. Malware do. Traduction du Monglais Malware. Da soll ein Fußnote hin, die hier selber nummeriert. Hin nummeriert Fußnoten einfach fortlaufend. Es ist dann so ein Hinweis, wo es aufhängen soll. Und mal was fängt bei Ihnen an, dann möchte ich fortlaufend. Wie setzt ihr so ein Fußnote? Nein, das darf man mal nur machen. Okay. Muss ich euch für dich erklären, wo steht sie? Okay. Ja, das gesagt ihr nicht unbedingt direkt. Also, ich stehe da an einem Text. Von der Fußnote hatte ich am Ende vom Text brut angefügt, das kann ich nur copy-pasten, wenn ich brauche. Also einmal ja bei Malware, bei dem Wort Malware, und einmal bei dem Wort Rutkowska, die Frau Joanna Rutkowska. So, okay, just für die Orientation. Also gehen wir an diesen Text
ob die Seite respektive Download die neue Seite 3. Traduction, wo war das? Malware. Hi. So, auf die dritte Platz hätte ich noch gern, dass hier mein Faustnote habe ich eine Zusatzerklärung zu dem Text Malware. Voilà. Reference ist schon nicht schlecht, weil das auch da, wo die Faustnote stehen. Nicht nur mit Inhalts Verzeichnis, mit Faustnote. Insert Footnote oder Endnote. War mein Footnote. Voilà. Wo sind wir nun? Gucken, das ist nur in den Update gesprungen. Ah, okay. Schön ein Faustnote, ihr könnt auf die Seite. Ah, dann hat er einen internen Malware gemacht. Ja, hat er gemacht. Okay, das hat er schon gemacht. Nee, das gesagt er nicht, das war los hier. Guckt, das ist ein ganz kleines Inchen. Okay, gut, ja, okay. Ja. Und dann innen. Okay, und dann schreiben wir. So. Was steht da? Da steht um Text. In der dritten Page kommt sur le Document, sachant que le style prédéfini s'appelle footnote.txt. Okay. Und das machen wir dann, indem wir den Text kopiert haben. Für dich brauche ich den Text hier von der echten Footnote. Und die echte Footnote ganz im Wupp vom Text haben wir die auch gefügt. Den Text. Weil er die Intel brauche ich nicht, ich brauche just den Text. Und ich mache einen Copy-Paste. Ctrl-C. Ctrl-C. Ich gehe da wohin für die Stoblaufen aus, auf die dritte Seite. Ich klicke da und drunter. Und ich so ein Paste Ctrl-V. So. Und gut funktioniert. Der Dienst klingt, dass ich nicht nur einen Stil, den ich nicht will. Ich hole, und zwar gibt es einen Stil, den heißt Footnote. Footer, nee. Nee, Footnote. Es gibt einen extra prädefinierten Stil für Footnote. Allerdings gesehen ich den noch nicht hier. Options. All Styles, Einkehr, für das ich den gesehen. Was ist mein Footnote? Da. Footnote-Text. Nicht gedenkt für Ziffer. Ja. Und gedenkt für den Text. Okay. Footnote-Text. So, und die sollte ich umändern. Ich ändere den um. Ne, für das noch ein Kieres Stil umändert. Ich gebe bei der Footnote-Text. Text normal. Okay. Modify. Style based on. Mon-Text normal. Voilà. Dann if the voucher may bei Garamond. Ja. Was, ja. Okay. Ja. Und da soll einfach Italik sein. Ja. Pas de retrait première ligne. Wo steht das? Bei Format. Paragraph, hinein sind Spacing. No. Nee, das Ding geht. Null. Okay. So. So, der Footnote-Text wird geändert. Okay. Ja, die vier gestalteten Stil haben wir umgedeft. Definiert. So, das noch einzusetzen. Als Beispiel, weil Arbeit Madame Wodkowska. So, ich klicke in Handeln um. Ich so ein Insert Footnote. Klick, hier möchte ich 2. Hier möchte automatisch 2. Hier möchte ich 2. Wenn du uns denkst, zwischen den 2 gibt es auffügen, geht das dann ja 2, 3 und geht dann 2. Okay. Ja. Das geschieht fully automatically und das ist auch gut so. Weil den Text, wie gesagt, hat man innen, voilà, aus der Wikipedia schön brav kopiert. Etwas über Madame Rutkowska. Oh, Hilfe. So, Ctrl-C und ab die Seite zurück. Musst du weiter. Ja, wir sehen, zuerst muss den Laptop an den Strom. Und War schon zu weit. Nee, eine Seite. Du hast es. So, Ctrl-V. Und dann? Und voilà, just noch den Footnote-Text applizieren. Klick. Voilà, okay. Wunderbar. Voilà, so einfach wir stehen dann Footnotes. So, ein Index. Was ist ein Index? Ein Index aus Stichwortregister. Ja? Ja. Stichwortregister, Deutsch. Und wenn da er fertig Dokument guckt, dann stellt er fest, dass zum Anfang Dokument auf eine getrennte Seite mal seine neue Seite am besten.
Auf einer getrennten Seite hätte ich gerne ein Stichwortregister. Und schon Ursache, drei Wieder, weil die dort, wie gesagt, brauchen wir nicht mehr, das können wir löschen. Doch. Da. So, ich meine eine neue Seite. Ich gehe also bei Layout. Ich gehe bei Breaks. Ich suche einen Page Break. Ich kann eine Sektion sehen. Ja. Index. Nee. Ah, das war zu viel. Ein gehe rückgängig. Ich war zu viel gelöscht. Muss man den eigenen Abschnitt sehen, wie das. Ich hätte gerne einen Index. Ich schreibe einen Index. Oh, ich habe klein geschrieben, aber egal. Index. So, da dort ein Home. Das Kurier als Schrift. Garam. Und man muss selber wie den anderen. Man muss auch 20 Punkte. So. Was nicht so wichtig. Und da drinnen. Und dann die drei Vierter. Ja, ich muss hier mal noch mitdehlen. Wo steht in von denen drei? Irgendwo im Text. Also ich muss irgendwo das Wort fangen. Also gehen wir das Wort, das echte Wort als DOS, Denial of Service. Am besten, wo steht das? Ich gehe irgendwo den Anfang vom Text, ist so ein Find. Weiß ich schon noch. D. O. S. Okay. Voilà. So. Ich mache gerne das Wort. Wie ist das noch gehört? Nee, eben das Giel gemacht, weil ihm nicht gefunden wird am Text. Ja, auf wie mehr hat noch gehört? Einfach Doppelklick auf Wort. Okay. Doppelklick auf Wort macht gehört das Wort. Okay. Doppelklick, ob er dreimal klicken, den ganzen Abschnitt hier. Das sind okay. So Sachen, die lernen mit der Zeit. DOS. Layout. Quatsch, Reference, pardon. Und dann guck. Ich gehe dem Index. Aber ich kann einen Index anfügen, muss ich ein Entry machen. Ich muss ihm eine Markierung setzen. Mark Entry. Main Entry, Denial of Service, DOS. Aber wichtig, Mark All. Ja, okay. Dann markiert er alle Gurten, die wir da ansetzt, ein Marker haben drum. Okay. 3, 2, 1, Mark All. Ja, okay. So, dat, also wenn das Pummel 4 könnt, Close. Ich gehe das nächste Wort sichern. Ich gehe dann gerade nur vom Text. Ist so, Find, Home, Find. Und das nächste Wort war Linux. Linux, voilà. Linux. Mach geirren. So mal. References. Index. Mark Entry. Mark all. Close. Und da sehe ich mir ein Wort Windows. Das steht aber logisch zufälligerweise neben drin. Also mach geirren das Windows. Mark Entry. Mark All. Close. Voilà. Schön hier mitgedehlt die drei wieder. Wir gehen in meinen vom Text. So. Ich klicke da, wo ich gerne meinen Index, mein Feld, das gedrückte Feld, so wie die Netzverzeichnis, so Feld, das gedrückte Index. Feld. Ja. Und im Prinzip, Insert Index. Also. Dann habe ich so noch verschiedene Möglichkeiten. Auch Right Align Page Numbers. Indented 2, Columns 2. Und im fertigen Dokument gesehen ich gerade schon zwei Kolonnen gemacht. Ich kann auch die wieder einfach alle nehmen machen. Eine enge Kolonne. It doesn't matter. 3, 2, 1. Voilà. Okay. So, was eben cool ist, wie das mit so tun, Mark All, schreibt ihn überall da, wo das Wort vierkant. Ja? Das heißt, der Denial of Service, das nimmt ein Gramm Text 4, kommt da seit 4, das Wort Linux, kommt da seit 4, A dann in 4. 4, 5, A dann in 4, das Wort Windows. Okay. Selbst gemacht wie beim Inhaltsverzeichnis, ändert den Text oder verrutscht den Text. Na, dann ändern ja automatisch auch halt die Seitennummern. Mhm. Auch die muss ich dann ein Update
Field machen. Okay. Wenn das irgendwie ändert. Voilà, und das ist auch schon das, was das Ziel geht, über einen Index. Übrigens, pour la petite histoire, ich habe doch eine Section Break automatisch gemacht, continuous, okay. Weil in zwei Kolonnen gemacht wird, auf einer Seite. Ah, okay. Das ist für ihn eine neue Englisch-Sektion. Voilà. Kommen wir bei Feinheiten, andere Formatage. Und sich, wie lo halt der nächste Schritt aus, der geht einher, der PDF-Dokument durch, guckt, ob ich noch irgendwelche Sachen extra angestellt habe, die wir noch nicht behandelt haben am Video. Und sich sind schon nicht weit gegangen. Ich habe auf der einen Seite einher ein Löscht gemacht. Guck auf der Seite 3, direkt am Anfang. Seite 3 habe ich eine Abzählung gemacht mit Bullets. Eine Klassifikation. Ja, da geht es um den Mechanismus. Ah ja, das ist nicht alineiert. Nein, voilà. Das soll englisch gehen. Ich wähle die Abschnitte aus. Das sind da. Von dem Mechanismus bis l'ordinateur infecté. Okay, also markieren die mit der Maus. Nein, Mechanismus, ja, voilà. Ist da? Ich gehe bei Home. Und ich will ein Hai eingelöscht. Bullets. Okay. 3, 2, 1. Ah ja, okay. Und ich möchte automatisch den Punkt hier drin. Ich möchte den Punkt hier drin und einen Tab-Stop. Okay. Oh, das ist nicht 100% identisch zu dem dort, das sind so Feinheiten. Wie, wo ist der Punkt? Der Punkt sitzt in der Logiciel, nicht im G. Aber ich habe ein bisschen einen Tick mehr Abstand gelöst. Gesagt, da zwischen dem Punkt und dem Text. Also, so. Das sind hier unter Linie gegangen, dann ist schon die Markierung durchgerickelt. Okay. Ja, und das aus dem Detail. Ich speichere ein paar an und von der E-Word logiziell malveillant, wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich den kursiv gesagt. Und ich meine, das waren aber auch schon die einzigen Änderungen, die ich gemacht habe am Text. Auch auf Seite 3. Und dann noch so eine Sache fand, können die gerne ändern. Im Prinzip müssen sie dann für den Text gewesen sein. Voilà, das war nur der Hauptplan und sich mit alles, was Text belangt. Aber guckt auf der Seite, auf der Page de Garde, an Matten am Text, haben wir noch zwei Bilder. Auf der ersten Seite, auf der Page de Garde, das Bild, das andere Bild war vier und engem ab. Ja, das war schon ernst. Komm mal für dich, das auf der Hauptseite, das kann die in das Gesetz um die Blick. Du hast es. Ich wurde 3. Voilà. Also, gehe ich 4 und eine Section Break. Mhm. Ich mache es so, dass ich einen idle Abstand, einen idle Absatz, einen idle Paragraph. Ich habe mal einen idle Paragraph gemacht, indem ich einen Gewand gedrückt habe, für dass ich den dahin ersetzen kann. Ja. So, wie kann ich ein Bild einfügen? Ja. Insert. Ja, Menü Insert. Ja. Pictures. Ja. Ein schönes Bild, hat da kopiert, das war eine von den Dateien, die da aus dem Internet aufgesuckelt wird. Image, Cheval de Troie, Insert. Nee, das ist die falsche. Ja, das war natürlich Ctrl-Z, rückgängig. Noch einmal das Ganze, das war die falsche, ja, natürlich. Wie muss die Text in Page gemacht werden? Yes. Ja, yes, also okay. Ah, nee, das war schon leid. Nur das an der Größe gemacht wurde, das ist zu groß. Nee, das ist auf der falschen Seite. Ja, das ist automatisch umgesprungen, weil das Bild da nicht mehr auf die erste Seite passt. Okay. Das wird hier gemacht. So, ein Bild, kann ich noch viel Sachen, ganz viele Sachen machen, aber das ist das, ich an den Größe, indem ich auf eine von den Diagonalpunkten gehe. Da. Und den Ecker. Ja. Stricke von so. Ja. Drücke nicht Maus. Und ich zähle. Okay. Zähle. Also das nehme ich in der Mitte. Das machen wir noch. Die Kleine für dich mal. Für dich mal so, dass es auf die Seite passt. Okay. So in etwa. Ich kann noch ein bisschen groß machen. Mehr. Hi, ob man es sieht hin. Okay, es geht durch. Kein nicht gerickelt. Boah, bei Bilder geht nicht los. Und ich halte abdrücken. Da habe ich Simon, da habe ich noch mehr Sachen.
Sei es in sich die ganze Menü. Es gibt Text Wrapping. Da könnte an den Text auch gesagt. Ja, da kann ich, wenn ich gerne frei verrückeln, probiere ich mal Square und ich gucke, wie den Unterschied zu sehen. Da kann ich es wie ein Palette, kann ich das Bild verrückeln. Ja, okay. Natürlich, ich kann es lohnen mitsetzen. Da sehe ich nämlich an dem Punkt, in ich habe eine Hilfslinie auftaucht, für das so und so was damit. Ah ja. So kann ich es proper zentriert. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist den Anker. Den Anker und sich verankert Bild auf einen bestimmten Absatz. Okay. Das heißt, rickelt den Absatz, rickelt Bild mit. Mhm. Das heißt, wir setzen den Anker auf den einen Abschnitt da. Das heißt, so wie das da. Für das dritte Bild wäre das etwa das, was ich brauche. Ich kann da noch probieren, ein bisschen größer zu machen. So, okay. So, das ist die Engsa. Oh, es gibt noch viele andere Sachen. Ich kann doch drehen in Urban. Ja. Okay. Machen wir rückgängig. Ja. Ah, irgendwie. Okay. Das war ein zu groß. Ja, das ist wie klein. Oh, da wird den Anker verrutscht. Den Anker aus Mod verrutscht. Das heißt, da hätte ich den Anker low auf die zweite Seite gesetzt. Halt drauf zurück. Aber Billa ist also ein bisschen eine fummelige Geschichte. So. Und das andere war, wo steht das kleine Bildchen? Wir gucken ein bisschen schnell. Seite 4. Lesche wo der 3. Seite 4. In 3, ne? Lesche wo der 3. Oder so. In 3, ja. In 3 hatte ich noch gern, dass das Bild 4 unter dem Text steht. Aber nicht mehr heisch und so wie Zahlen. Mhm. Ja. So, ich die, ich gehe für das Bild sicher. Cheval de Trois, Insert. Ui. Ups. Ups, genau. Ups, für das mal klein. Klein, 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 klein. Noch viel mehr klein. Noch. Oh, ich bin nicht. So. Und dann mal wieder da. Aber. Na, ja, da tut dann das nur das verrutscht, lo. Egal wie. Kann ihn dann nicht mit dem Ding ajustieren. Doch. Und zwar Text Wrapping. Inline mit Text, Square. Tight. Tight. Tight heißt, den Text fließt. Rundrum. Rundrum und zwar ziemlich sack. Okay. So, nun kann ich rutschen. So. Wie ist das Logal? Ich bin aufgepasst. Das Bildchen ist gerutscht. Ah, okay, gut. Guck. Ja, so okay. Ist die erste Zahl da drin war. Und so also ohne die Formatage im Text selber zu okay. Und so. Plus ou moins, ja. Okay. Ja. Mhm. Und Textwrapping, also ich sage, die Verankerung auch da ein bisschen anpassen. Weil oft das nur so ich demonstriere, denke ich, wenn ich halt Pointer an du setzen. Wenn ihr nicht richtig möchtet, rutscht es mit. Okay. Ja, also ein bisschen aufpassen, dass das hier noch nicht riesen durchnägt mit den Bildern. Okay. Ja. Voilà. Das ist also mit den Bildern muss ich viel testen. Ja. Okay. Bilder. Andere Formate schon mal. Ah, das Modell. Okay, also wir sind uns fertig mit dem dritten Dokument. Nummer 1. Viel mehr gemacht. Wir löschen erstellt. Wir haben Styles erstellt. Und wir löschen heute die Styles, die wir erstellt hätten, für alle Dokumente müssen frisch machen. Und man soll, wir haben nur eine Mise en Page, die uns gefällt. Ja? Aber wir geben gerne zukünftige Dokumente. Ja. Auch so machen, wie das tut. Ja. 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 Da gibt es eine Technik, die heißt, ich mache ein Modell. Modell heißt, ich mache das Modell ab und hier möchte man ein neues Dokument ab, ein Idle, aber da stellen sie schon da. Styles sie schon okay. Da. Ja. Das kriege ich hin, indem ich Save As mache. Und ich muss aber einen anderen Tipp holen, das Kinder mal Word-Dokument. Okay, na, das ist ein Template. Ein Word-Template.x.
Okay. Na dann, das ist ein DocX und hier ist ein T für Template. Ja. Oh, ich gehe hier nur, ne? Ich nenne mal einfach mal Modell. So. Par Default, ob du setzt hier nicht an einen Ordner, den ich so schwer rumfange, Custom Office Template, das ist nur irgendwo verstoppt im Disk. Wenn ich mein Template gerne irgendwann ein selber rumfange und ich den am besten, ich setze den auf einen Platz, wo ich ihn rumfange. Ja. Und zwar hatte ich alles auf einen Netzwerkfolder gesagt. Screencast, mein Modell, Save. Wir lassen den Text allerdings noch dran, den muss ich noch verstixen. Den Text selber brauche ich im Moment nicht, mein Modell, dort X steht oben. Ich wähle den ganzen Text aus mit Ctrl A. Mache ich dann im Prinzip. Das ist für alles gesaved, was man gebietet hat. Ne? Was man für drüber gemacht und das ja. Gespeichert. Hier haben wir ein anderes Dokument gefangen. Okay. So. Voilà, der Text ist fort. Aber was blieb denn? Den in Hungrischen hat er heute Stock losgerufen. Den können wir wunderbar wegmachen. So. Voilà. Ich finde ein komplett idle Dokument. Speichere, denke ich, mein Modell. Aber guck, nichts Dealer sind auch da. Okay. Darum geht es. So, mal. So, was nur geschieht, als mein Modell. Haben wir den noch hier? Ich hoffe. Ich hatte den vorhin ja gesagt. Ja. Vielleicht ein bisschen Refresh machen. View. Refresh. Du hast ihn aus. Voilà. Und ich den nur machen mit dem Doppelklick. Okay, dann hol ich mein Dokument an. Dann ja, ich finde einfach nur das Modell nicht geändert. Guck, oben steht Document 1. Ja. Ich habe mir ein Idle-Dokument gemacht, aber basierend auf dem Modell. Ja. Das heißt, habe ich gesehen, ich sehe schon. Mein Styles. Matte Numerotation, fix fertig. Ja, respektiv da, im Palette, was sind sie? Okay. Und das werde ich erstellt tun, was fertig. Ui, lagen Exercise. Ja. Den ersten, den der macht, der ein halbes Weg geht. Und den zweiten und den dritten geht schon nicht nach. Dafür, ich hoffe, dass ihr euch ein bisschen etwas bräucht. Und Sandra und Alex und vielmals mehr, sie finden nur leicht. Adi! Adi!